Wer hier landet, der muss sich Sorgen um seine Freiheit machen. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt beantragt gegen Sie den Erlass eines Haftbefehls. Ich bin der Richter, der darüber zu entscheiden hat. Frage, haut er ab, haut er nicht ab. Wenn Sie jetzt heute auf freien Fuß gesetzt würden, was würden Sie da machen? Wollen Sie zu dem Vorwurf selber noch was sagen? So, und jetzt hören Sie noch mal ganz besonders gut zu. Wenn ich Sie das nächste Mal hier vorgeführt bekomme, dann sperre ich Sie ein. Können sich hinter die Ohren schreiben. Als Haftgrund ist der Haftgrund der Fluchtgefahr hier angeführt. Ich erlasse den Haftbefehl antragsgemäß und ordne seine Vollstreckung an. Sie kommen also in Haft. Das Amtsgericht in Frankfurt am Main. Ein Freitagmorgen, kurz nach 9. Ja, Becker, bin heute Haftrichter. Ich wollte mit Ihnen mal die Liste abgleichen. Clemens Becker, seit 21 Jahren Haftrichter. In Strafsachen erste Anlaufstelle. Noch nicht? Der ist entlassen, wunderbar. Und von den Rumänen, da weiß man noch nichts. Haftrichter wie er stehen immer wieder in der Kritik. Die einen finden, sie sind zu nachsichtig, zu lasch. Andere sagen, sie sperren viel zu schnell ein. Ja, okay. Alles klar, dann versuch's da nochmal. Clemens Becker ist bereit, Einblick zu geben. Einblick in eine Arbeit, bei der man es nie allen recht machen kann. Und bei der man mit allem rechnen muss. Da hatte mir mal ein Beschuldigter, den ich in Haft genommen hatte, ich glaube wegen Verdachts des schweren Raubes, mir beim Rausgehen gesagt, also wenn ich rauskomme, bringe ich sie um, dann lief er 2-3 Schritte weiter und dann sagt er, dann lasse ich sie umbringen. Ich lebe noch. Morgenroutine im Zellentrakt des Amtsgerichts. Hier starten sie den Tag immer mit Musik, die in alle Zellen übertragen wird. Gleich nebenan der Vorführungsraum, die Bühne des Haftrichters. Letzter Sicherheitscheck für einen der Beschuldigten. Alles klar, kannst du dich hinsetzen und dann die Jacke anziehen. Hier Alarm, Musik, lauter, leise, okay? The Final Countdown. Jeden Morgen gibt's den Rockklassiker zum Auftakt. Passt irgendwie an diesem Ort. Kann ich dir nicht sagen, haben wir nicht gesagt. 7 Leute kommen. Wie viel? 7. Wieso? 7 Beschuldigte sollen heute vorgeführt werden. Bislang. Plus Neuzugänge. Vielleicht. Deren persönliche Wertsachen werden genau registriert. Wer hier ankommt, den will der Staatsanwalt bis zum Prozess hinter Gittern sehen. Jetzt muss der Haftrichter entscheiden, wer bleibt in Haft und wer kommt bis zur Verhandlung auf freien Fuß. Einer der Beschuldigten, ein Pizzabäcker, vor 2 Stunden festgenommen. Guck mal, das Schiff hier vom Arbeitsplatz weggeschnappt, oder? Die Razzia in der Pizzeria kam für den Mann etwas überraschend. Auch er muss erstmal warten. Der erste Fall, ein mutmaßlicher Ladendieb. Die Amtsanwaltschaft in Frankfurt beantragt gegen Sie den Erlass eines Haftbefehls. Ich bin der Richter, der darüber zu entscheiden hat. Danach sind Sie dringend verdächtig, gestern in 2 Fällen eine Straftat begangen zu haben. Konkret ist hier Folgendes ausgeführt. Der Beschuldigte entwendete am Tattag gegen 18.40 Uhr im Teegutmarkt in der Fahrgasse 90 verschiedene Wurstwaren. Anlässlich der Festnahme bezüglich des Ladendiebstahls wurden in der Habe des Beschuldigten unter anderem 5 Bratpfannen und 2 Pfeffermühlen aufgefunden. Diese waren original verpackt mit Preisschildern versehen. Die Amtsanwaltschaft nimmt Fluchtgefahr an und hält es für zwingend notwendig, dass sie in der Hauptverhandlung anwesend sind, damit ein Urteil ergehen kann. 5 Bratpfannen, 2 Pfeffermühlen, wollen Sie eine Party geben oder was? Ja. Wozu brauchen wir 5 Bratpfannen? 1 oder 2 reichen doch. Ja, schon, ich weiß nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Nehmen Sie Drogen? Ein bisschen. Was denn? Was nehmen Sie da? Heroin. Heroin. Also ich konsumiere
Heroin. Ich habe eine Stelle, ich muss Methadon jetzt bekommen. Ich bin im M38. M38, ein Drogennotdienst. Also Frage ist, würden Sie sich als abhängig bezeichnen? Abhängig? Ja, heroinabhängig. Nein. Nein, aber Methadon brauche ich. Gut, ich habe gesehen, Sie sind ja mehrfach schon bestraft worden, auch von Frankfurter Gerichten. Und offensichtlich sind Sie immer zu den Verhandlungen gekommen. Also ich habe hier wirklich also seit, kann man sagen, über 10 Jahren waren Sie eigentlich immer in den Verhandlungen. Anwesend? Ja. Natürlich. Also neuer Absatz, ich werde mich dem Verfahren nicht entziehen. Also ein Haftgrund ist nicht gegeben, insbesondere besteht nicht der Haftgrund der Fluchtgefahr. Gut, dann haben wir. Die Beschaffungskriminalität der Drogenabhängigen. Einbrüche, Diebstähle, Überfälle. Darunter leiden viele in Frankfurt und fordern vom Staat, hart durchzugreifen. So, dann nehmen Sie alle Sachen und folgen mir unauffällig. Für den Haftrichter trotzdem kein Grund, ihn schon vor seinem Prozess wegzusperren. Das sieht das Gesetz nämlich nicht vor. So, direkt runter geht's raus. Direkt runter. Nicht bei Bagatelldelikten. Und nicht bei Beschuldigten, die wie er immer pünktlich zu ihren Gerichtsterminen erscheinen. Naja, im Grundsatz muss man sagen, im Zweifel für die Freiheit. Das sind ja alles Leute, die als unschuldig zu gelten haben bis zur rechtskräftigen Verurteilung. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach irgendwie auf lauer Grundlage sagen, naja, ich sperre die jetzt mal ein, schadet ja nichts, dann haben wir die, das Verfahren ist gesichert. Sondern ich muss also genau überprüfen, kann ich das wirklich rechtfertigen? Wenn ich das nicht kann und wenn ich da Zweifel habe, diese Maßnahme zu treffen, dann bleibt eben nur die Freilassung mit allen Konsequenzen. Auch mit der Konsequenz, dass der vielleicht gleich wieder eine Straftat begeht. Nächster Fall. Der Pizzabäcker, der an seinem Arbeitsplatz festgenommen wurde. Einen Dolmetscher für Italienisch brauchen Sie mutmaßlich nicht. Also wenn es irgendwie schwierig wird, dann hole ich jemanden. Ne? Aber vielleicht können wir uns jetzt irgendwie auf Deutsch verständigen. Sie sind ja seit 77 in Deutschland. Ne? 34 Jahre lebt er schon hier. Bisher nie straffällig geworden. Jetzt soll er in seiner Pizzeria Kokain verkauft haben. Bei der Durchsuchung wurden Drogen sichergestellt. Der Polizei hat er gesagt, dass er zurück nach Italien gehen will. Und genau darum droht ihm jetzt Untersuchungshaft. Und sie sollen dann gesagt haben, naja, es ist vielleicht besser für mich, wieder nach Italien zu gehen, weil ich hier in Deutschland nur Pech gehabt habe. Das bedeutet Fluchtgefahr. Eigentlich könnte Becker mit ihm kurzen Prozess machen. Stattdessen persönliche Fragen. Das waren 2 Ehen. Haben Sie jeweils Kinder aus diesen Ehen? Von der Serie habe ich ein Kind. Aha. Der ist jetzt aktuell studiert. Wie alt ist das? Ein Junge, oder? Ein Junge, der 23 Jahre alt ist. Mhm. Und zweite Ehefrau? Die zweite Ehefrau, habe ich 2 Kinder. Aha. Wo leben die Kinder? Auch in Bockenheim. So in Frankfurt am Main? Ja. Also alle 3? Ja, alle 3. Der 23-Jährige auch? Nee, der ist in Amerika jetzt. Aha. Der Italiener ist also familiär fest verankert. Und zwar in Frankfurt, nicht in Italien. Haut man da einfach ab? Das will Becker klären. Und die Kleinen und die Ex-Frau wohnen in Bockenheim. In Bockenheim. Haben Sie regelmäßigen Kontakt? Manchmal, ja. Und jetzt? Mhm. Also zu den Kleineren, 8 und 11 beide, schon, ne? Die beiden Kleinen, ja. Da habe ich schon mal Kontakt. Wenn die was brauchen, kommen. Wenn nicht, dann kommen nicht, sagen wir so. Ne? Was nun? Sind die Bindungen also doch nicht so eng? Ein neuer Versuch. Und wie ist das Verhältnis zu Ihrer Ex-Frau? Teuflisch. Teuflisch, ja. Der Mann ist einfach zu ehrlich. Kein Wunder. Der Blick in die Akte zeigt, ihm fehlt's an krimineller Erfahrung. Er ist ja zum ersten Mal hier. Becker fragt nochmal nach. Gut, so die italienischen Väter sind ja besonders eng mit ihren Kindern eigentlich immer zusammen. Kennt man so aus Filmen und Literatur und sowas. Die ganze Zeit habe ich versucht, die Familie zu halten, aber dann habe ich ganz Kontrolle verloren und irgendwie dann bin ich auf die Straße gelandet. Und dann Streit, Scheidung, Geldprobleme. Die Motive des Pizzabäckers, für die Entscheidung des Richters unerheblich.
Der will nur herausfinden, haut er ab oder haut er nicht ab. Der Pizzabäcker aber hofft auf Verständnis für seine Tat und schüttet sein Herz aus. Ja, brauchen wir sonst noch was? Sind Sie gesund eigentlich? Gesund noch, ja, bis meine Kopf. Na, gut. Das alles da. Rein oder nicht rein? Das ist hier die Frage. Für ihn ein banger Moment. Wie wird sich der Haftrichter entscheiden? Ich werde Sie auf freiem Fuß setzen, weil ich jedenfalls keine ernsthafte Fluchtgefahr sehe. Aber ich will das noch mit ein paar Sätzen begründen, damit das also auch bei einer Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft möglicherweise hält. Ne? So, Sie gehen jetzt noch nach unten, werden aber dann gleich entlassen, ne? Erst der Schock bei der Festnahme heute Morgen, die Verhöre bei der Polizei, die Vorführung beim Haftrichter, für den Mann alles ein bisschen viel. Und jetzt darf er nach Haus? Ich gehe nach Haus. Ehrlich? Er hat den Richter überhaupt nicht verstanden. Dass ich nach Hause gehe. Ohne nix. Er erklärt Ihnen das jetzt gleich. Der Staatsanwalt normalerweise muss jetzt einmal. Ja gut, das Verfahren läuft ja. Ja. Ja, und irgendwann ist die Verhandlung und dann müssen Sie zur Verhandlung kommen. Deswegen bekommt der Rechtsanwalt. Das kleine rechtsstaatliche Einmaleins von einer erfahrenen Justizwachtmeisterin. Da dürfen Sie jetzt heute nach Hause gehen? Ja, aber es ist schön, wenn ich nach Hause gehe, dass ich auch wenigstens die Pizzeria mal ein bisschen sauber machen wieder und alles, dass ich arbeite. Weil die Leute, ich bin 24 Jahre da und die Leute, die kennen mich, gute Mensch. Ne? Ich habe mit alten Leuten zu tun, die kommen und man macht Spaß und so. Ne? Die lieben mich alles. Ob er mit einem anderen Haftrichter so viel Glück gehabt hätte? Man muss die Leute immer sehen erstmal, um dann zu sagen, das mache ich so, das mache ich so. Also deswegen ist so eine Vorführung immer wichtig und es ist immer schade, dass die Beschwerdekammern in der Regel die Leute ja nicht zu Gesicht bekommen. Also wenn wir dann was ablehnen und dann auf die Beschwerden haben, die zu entscheiden, die entscheiden immer nur nach Aktenlage. Ne? Also ich finde, es macht schon einen ungeheuren Unterschied, ob ich jetzt jemanden sehe, ob ich mit dem sprechen kann, ob ich den fragen kann. Oder wenn ich jetzt nur so eine Karteileiche da sehe und sage so. Ich gebe mal eine Runde Schokolade aus. Neben sich. Zeit für einen Imbiss. Auch im Zellentrakt. So, bitte. Wer ist denn Ihr Mann? Sie. Prüfende Blicke. Es gibt ein Problem. Das da sei überhaupt nicht gut, sagt die Frau. Und Schmerzen habe sie. Erst gestern ist sie in Nigeria abgereist, mit einem Kilo Kokain im Bauch. 24 Stunden später endet ihre Reise hier, in einer Zelle im Gerichtsgewahrsam in Frankfurt. Jetzt klagt sie über Magenschmerzen und über Hunger. I have not. Ich möchte was anderes zu essen haben. Und der Tee schmeckt ja auch nicht, weil er nicht gesüßt ist. Wir sind halt kein Hotel, gell? Ich meine, das notdürftigste Hammer, essen und trinken. Ein Kilogramm Kokain ist schon ordentlich, denn das muss man ja während des ganzen Fluges innehalten. Also man darf da nichts trinken, nichts essen. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Umstand, der dann den Stewardessen auffällt oder dem Begleitpersonal, Flugbegleitpersonal. Und die geben das möglicherweise dann weiter, ne, an die Zielflughäfen. Ne. Ist das gefährlich? Das zu transportieren, das ist lebensgefährlich. Also wenn ein Behältnis platzt. Röntgenaufnahmen haben sie dann überführt. Körperschmuggler nennt sie der Zoll. Arme Schlucker im wahrsten Sinn, die für wenig Geld alles, selbst ihr Leben riskieren. Wie heißen Sie bitte? Ja. Der Pflichtverteidiger wird ihr heute nicht helfen können. 2.2.2011 in Frankfurt am Main. Betäubungsmittel, nämlich Kokain, in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt und damit Handel getrieben zu haben. Die Dolmetscherin hilft ihr zu verstehen.
Der dringende Tatverdacht stützt sich insbesondere auf die sichergestellten Betäubungsmittel, die Sie inzwischen ja ausgeschieden haben. Als Haftgrund ist der Haftgrund der Fluchtgefahr hier angeführt. Ein Fall, den Routinier Becker schnell, sozusagen im Vorbeilaufen, abhandeln kann. Ja, Frau Kirschbaum, also der Anwalt rief jetzt noch mal an. Der hat also nach dem Klingeln. Die Nigerianerin kommt noch heute ins Untersuchungsgefängnis. Der rote Haftbefehl, schon erlassen und ausgefertigt. An die Botschaft der Russischen Föderation geschickt werden sollte, angekommen. Das ist eine völlig andere Nummer. Für Mitleid mit ausgebeuteten Frauen aus Afrika bleibt auch Becker einfach keine Zeit. Weil das ja vielleicht bei der Suche nach der Fehlerquelle behilflich ist. Ne? Okay, gut, bedanke ich mich. Ja, tschüss. So, jetzt gucke ich mal nach dem Deutschen, bevor wir die Mazedonier verarzten. Ne? So. Der war erst am 14.02. festgenommen worden wegen Diebstahls mit Waffen. Am 15.02. ist er entlassen worden und eine Stunde nach der Entlassung hat er wieder geklappt. Das ist auch wieder. Ach Gott. Frage, haut er ab, haut er nicht ab? Tja, der Beschuldigte ist dort bekannt und postalisch erreichbar. Warum muss man dann gleich wieder einen Haftbefehl beantragen? Ein Bagatelldelikt. Noch dazu ein fester Wohnsitz. Keinerlei Gründe für einen Haftbefehl. Das sollte auch der Amtsanwalt wissen. Auch der nächste Fall, ein Wiederholungstäter. Ja, ich bin's, Frank. Ich habe mal eine Frage. Den du verschont hast, den rumänischen Taschendieb, wo war das, gell? Den habe ich jetzt wieder. Das hat er wieder aus einer angestellten Handtasche geklaut. Ja, der Pech gehabt. Ja, macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ihn wieder, ist doch gut, das Haus verliert nichts. Bis dann. Schlechte Karten haben Sie jetzt wieder, ne? Wieder vom selben Richter, der Ihre Geschichte kennt. Wann haben Sie das gekauft? Dann darf er gerade mal telefonieren. 016. Ich bin in der Vernehmung, ich rufe zurück, ja? Ich lebe von Sozialhilfe. Punkt. Ich habe aufgenommen, dass Sie meinen, an Lungenentzündung zu leiden und das wird vom Arzt abgeklärt. Ne? Das kann ja auch eine Virusinfektion oder sowas sein. Da möchte ich schon sicher gehen, dass sich niemand ansteckt. Brauchen Sie was zu essen, zu trinken oder was? Hunger. Gucken, ob wir das stemmen können. Gar nichts mehr. Okay, danke. Tschüss. Also dann schaue ich mal nachher, ob wir irgendwas kriegen. Ne? Käsewurst. Egal. Eine halbe Stunde später. Brötchen. Vom Haftrichter persönlich. Auch für die Frau in der Zelle nebenan. Die Wachtmeisterin hatte den Richter informiert, dass die Nigerianerin das deutsche Graubrot, die Hauskost, nicht verträgt. Wenn jemand oben sagt, er hat noch Hunger zusätzlich, obwohl er hier schon was gekriegt hat, dann geht er und holt noch mal. Er holt auch für manche Zigaretten. Ja, er ist da sehr besorgt. Ein Taschentuch für einen mutmaßlichen Vergewaltiger. Er schlug sie mit der flachen Hand ins Gesicht und würgte sie, bis ihr schwarz vor Augen wurde, um sie zu veranlassen, sein Glied in den Mund zu nehmen, was sie zunächst nicht tat. Es sind schwere Vorwürfe. Vorwürfe einer 16-Jährigen, eines Mädchens, das er in einem Internetforum kennengelernt hat. Der Beschuldigte zog die Geschädigte an den Haaren, schlug sie erneut ins Gesicht und vollzog gegen ihren Willen mit ihr den Analverkehr ohne Kondom bis zum Samenerguss. Anschließend forderte er sie erneut auf, sein Genital in den Mund zu nehmen,
Ansonsten werde er wieder in ihren After eindringen. Die verängstigte Geschädigte kam der Forderung nach. Wenn das richtig ist, dass eine Straftat strafbar als Verbrechen, Mindeststrafe liegt bei 2 Jahren, Höchststrafe bei 15 Jahren. Sie haben ja heute gegenüber der Polizei schon Angaben gemacht. Sie stellen das Geschehen diametral anders dar als die Geschädigte. Also Sie sagen, die Geschädigte sei eigentlich die treibende Kraft in Bezug auf Geschlechtsverkehr und Sexualhandlungen gewesen, nicht Sie. Und Sie schildert das natürlich anders, ne? Also Sie haben ja gesagt, also sie wollte mit Ihnen schlafen, sie wollte... Das war beidseitig. Bitte? Das war beidseitig. Haben Sie sie bedroht oder geschlagen? Nein. Warum zeigt sie die Geschädigte wegen solcher Vorwürfe an, wenn das alles nicht stimmt? Ich meine, das ist ja ein ganz massiver Vorwurf. Richtig, das kann ich so beantworten. Sie hat mir immer gesagt, wo wir zum Beispiel das erste Mal ganz normal mit TV6 das Ganze anfangen hat. Sie hat mir gesagt, das soll aber keiner erfahren. Das sagt auch keiner. Hätte sie ja einfach schweigen können, geht nach Hause und behält das für sich. Also sie musste sich ja niemandem gegenüber rechtfertigen. Genau. Und da denke ich und gehe eigentlich vom höchsten Prozentual aus, meiner Meinung nach, dass sie sich im Nachhinein schlecht gefühlt hat. Obwohl sie die Erfahrung machen wollte und dass sie sich im Nachhinein dann doch schlecht gefühlt hat. Und, ist der junge Mann womöglich nur das Opfer? Becker weiß aus der Akte, auf seinem Handy hat er die Daten von über 100 Frauen gespeichert. Alles Kontakte aus dem Internet. Also Sie meinen, Sie hatten ein schlechtes Gewissen bekommen, nachdem sie mit Ihnen Sexualkontakte hatte und hat deswegen die Anzeige. Sie ist zwar nicht von mir aus entjungfert, wir haben zwar einen Verkehr gehabt, das nicht im normalen Weg war, aber ich denke mal, das passiert auch bei den meisten Jugendlichen, nachdem sie ihren ersten Mal haben und wenn es dann... Ich kann das nicht so nachvollziehen. Natürlich versuchen Sie ja auch eine Erklärung zu liefern. Was sie nur wirklich bewogen hat, weiß ja nur die Frau selber. Aber ich muss ja irgendwie erklären, wem glaube ich denn jetzt? Da findet Becker in der Akte einen wichtigen Hinweis. Der Mann ist schon einmal wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Auch damals berichtete eine Frau von Schlägen. So wie im aktuellen Fall. Die beiden Frauen kennen sich ja offensichtlich nicht. Beide schildern aber einen Moment, was offensichtlich für sie typisch ist, also jedenfalls, was sie beide unabhängig voneinander mit ihnen erlebt haben wollen, müssen. Also deswegen gehe ich eigentlich nach dem jetzigen Stand der Dinge davon aus, dass das, was Frau gesagt hat, richtig ist. Und dann wäre das eine Vergewaltigung im erschwerten Fall. Die erste Frau zog damals die Anzeige gegen ihn zurück. Jetzt aber bleibt Richter Becker keine Wahl. Ich erlasse den Haftbefehl antragsgemäß und ordne seine Vollstreckung an. Sie sind dringend verdächtig, diese Vergewaltigung begangen zu haben. Ich habe Ihnen ja eben auseinandergesetzt, was für mich so die entscheidenden Gründe sind. Also erstens mal ist es ohnehin schwierig für eine Frau, so einen Vorgang anzuzeigen. Das kostet sehr viel Überwindung. Natürlich gibt es auch Frauen, die zu Unrecht eine Belastung aussprechen. Ich halte das aber nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge für ausgeschlossen. Deswegen, weil die Frau eigentlich keinen plausiblen Grund hat, um sie zu Unrecht zu belasten. Und hinzu kommt, dass ihre Angaben auch dadurch gestützt werden, dass die Frau in einem anderen Verfahren eine gleiche Verfahrensweise von Ihnen geschildert hat, beide Zeugen sich nicht kennen, also das spricht eigentlich auch entscheidend dafür. Als Haftgrund nehme ich den Haftgrund der Fluchtgefahr an. Sie müssen nach gegenwärtigem Stand der Dinge mit einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren etwa rechnen. Das heißt, die kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Sie sind ein junger Mann, Sie haben Migrationshintergrund, Ihre Eltern, Ihre Geschwister leben zwar hier, aber ehe man sich 4 Jahre einsperren lässt, gibt es vielleicht die Möglichkeit, erstmal für eine gewisse Zeit unterzutauchen und woanders sein Glück zu versuchen. Ein Anruf steht jedem Beschuldigten zu, der in U-Haft genommen wird. Er will jetzt seinen Arbeitgeber informieren. Ja, sorry, ich bin hier noch in Klinik. Ich kann, denke ich mal, die nächste Woche komplett nicht kommen. Und wie es zurzeit ausschaut, weiß ich auch nicht. Ich habe wirklich, keine Ahnung, an meinem Magen, komplett der Blinddarm und überall Schmerzen. Wird gerade noch, ganz Körper noch gecheckt. Ja, sorry, bitte wirklich um Verständnis. Kommt nie wieder vor. Danke dir. Ciao. Auf geht's.
Seinen Arbeitgeber konnte er noch täuschen. Was aber ist mit seinen Eltern? Meine Eltern kann ich noch nicht Bescheid sagen, obwohl meine Mutter eigentlich so schnell wie möglich eine Info von mir braucht. Denn sie muss jeden Tag im Laufen gehalten werden. Aber ansonsten versuche ich dann auch, sobald mir ein bisschen psychisch besser geht, kurz Telefonat zu führen. Und da will ich denen die Lüge sagen, in dem Fall ist wiederum auch eine Notlüge von mir, dass ich bringen muss. Dass ich kurzfristig ins Ausland versetzt werde und da im Ausland als Agent in einer Niederlassung von uns arbeite. Und dass ich mich immer wieder mal melden werde aus dem Ausland und dass es mir sehr gut geht und dass sie eigentlich sich keine Gedanken machen müssen. Jedes Jahr werden rund 2300 Beschuldigte in Frankfurt dem Haftrichter vorgeführt. Die Jobs hier sind sicher. Clemens Becker aber kommt manchmal ins Grübeln. Mal sperre ich Leute ein, mal lasse ich sie wieder raus, aber insgesamt ändert sich daran nichts. Es werden immer wieder Straftaten begangen, also es gibt immer wieder Opfer von Straftaten. Also von daher, wenn ich das mal so nüchtern betrachte, ist meine Arbeit eigentlich für die Füße. Im Grunde genommen ändere ich da nichts dran, aber andererseits sage ich mir, wenn es sowas gibt wie Richter und Gerichte und der Staat reagiert eben auf Verfehlungen, Straftaten, dann zeigt er auch, dass er präsent ist und dass er seine Bevölkerung schützt und hält möglicherweise das ganze Gefüge dann doch in Ordnung, weil irgendwie jeder Straftäter dann doch damit rechnen muss, dass er irgendwann vielleicht in Untersuchungshaft gesteckt wird und eben auch wegen seiner Straftaten verurteilt wird. Der Bus der Justizvollzugsanstalt. Abtransport. So, Madame, kommen Sie her. Alles klar? Was haben wir hier, eine Tüte? Die Drogenschmugglerin kommt ins Untersuchungsgefängnis für Frauen. Mit zwei belegten Brötchen vom Haftrichter. Der ist entlassen. Okay, also die kann ich beide streichen. Ja, danke. Gut, das kann ich schreddern. Die Beschuldigten vor einer Gerichtsverhandlung einfach wegsperren, das darf ein Rechtsstaat nicht. Damit sie trotzdem zu Prozessbeginn auf der Matte stehen, dafür sorgen Haftrichter wie Clemens Becker. Fließbandarbeit im Namen des Rechtsstaats, die Becker sehr ernst nimmt, dabei den Humor aber nicht verliert. Wir kennen doch den Witz, zwei deutsche Zöllner an der deutsch-schweizerischen Grenze. Die laufen da Streibes, also Samstagnachmittags, kurz vor Dienstschluss. Und dann sehen sie also da am Baum einen hängen, der hat sich also erhängt. Ne? Scheibenkleister. Gerade Dienstschluss und jetzt, bis wir das alles erledigt haben, da kommen wir erst 4-5 Stunden später nach Hause. So ein Mist, dass uns sowas passieren muss. Und dann sagt er, ach komm, wir hängen den einfach auf die Schweizer Seite. Ne? Und dann packen sie an, knüpfen also diesen Erhängten ab und hängen den an einen Baum an die Schweizer Seite. Sind also ganz froh, dass sie es gut gelöst haben, gehen nach Hause ins Wochenende und sowas. Zwei Stunden später kommt die Schweizer Zöllnerstreife da vorbei, da stumpft der einen den anderen an und sagt, du, schau mal da, da hängt er ja schon wieder. Jetzt ist genau wie hier. Hier haben wir ihn schon wieder. Ne? Hey, Sosa, kommen Sie rein. Also, jetzt mal gucken, was der hier gemacht hat. Ein Herr Belkis, nicht vorbestraft, französisch. Also, das hier, wenn einer ein Einhandmesser dabei führt, gleich schon wieder. Strafbewehrter 244, glaube ich, Bundesstrafe 6 Monate bis